Vielen, vielen Dank. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, Lars Krohn, Fachanwalt für Versicherungsrecht und in der Kanzlei Michaelis speziell Ansprechpartner auch für das Sachversicherungsrecht. Und da wir hier heute schon mehrfach das Thema Sabine angesprochen haben und mir das Sachversicherungsrecht so sehr am Herzen liegt, möchte ich ganz gerne doch nochmal eine meiner Lieblingsentscheidungen im Sachversicherungsrecht kurz ansprechen und Ihnen vorstellen. Denn es ist nicht eben unwahrscheinlich, dass auch bei Ihnen nächste Woche vielleicht das Telefon klingelt, ein Kunde ruft an und sagt, naja, Sabine ist nun schon seit einiger Zeit vorbei und eigentlich war es heute auch windstill, gleichwohl mir ist der Baum aufs Haus gefallen. Und da werden Sie sich vielleicht auch fragen, naja, können wir das eigentlich noch über die Abdeckung Sturm dann beim Versicherer geltend machen? Denn eins ist doch klar, was werden wir vom Versicherer in diesem Fall hören? Er wird sagen, naja, jeder kennt doch unsere Bedingungswerke und wir brauchen doch eine unmittelbare Schadensverursachung. Und da ist jetzt meine Frage an Sie, hat der Versicherer denn recht damit, wenn er sagt, naja, diese unmittelbare Schadensverursachung bei einem Schaden, der vielleicht eine Woche oder dann 10 Tage später eintritt, der Baum fällt erst dann auf das Haus, ist das eigentlich noch versichert? Hat der Versicherer recht damit, wenn er sagt, diese zeitliche Unmittelbarkeit, die gibt es da nicht mehr? Wie ist Ihre Meinung? Wer sagt, der Versicherer hat recht? Erhebt mal bitte die Hand. Wunderbar, ganz toll. Ganz, ganz wenige, die hier mal gesagt haben, der Versicherer hat recht, denn vielleicht Sie alle kennen die Entscheidung schon. OLG Hamm veröffentlicht in Recht und Schaden 2018, Seite 18 für denjenigen, der es nochmal schwarz auf weiß nachlesen möchte. Tatsächlich diese Unmittelbarkeit, die dort in den Versicherungsbedingungen geregelt ist, wird dort klar vom Oberlandesgericht gesagt, das ist keine zeitliche Unmittelbarkeit nach dem zugrunde zu legenden Verständnis des durchschnittlichen Versicherungsnehmers, sondern wir müssen einfach darauf gucken, ist das tatsächlich die letzte Ursache gewesen, die dazu geführt hat, dass der Baum umfällt. Und in dem entschiedenen Fall beim OLG war es einfach so, da konnte man nachweisen durch Sachverständigenbeweis, das Wurzelwerk des Baumes war durch den Sturm geschädigt worden. Er fiel nur eine Woche später um. Aber das spielte keine Rolle, denn das war die entscheidende Ursache, die da gesetzt worden ist. So, jetzt wenden wir uns aber der privaten Krankenversicherung und den dortigen Problemen der Leistungsregulierung zu. Ja, Amtsgericht Altona, Amtsgericht Hamburg-Altona, muss man dazu sagen, hier in Auseinandersetzung mit einer BGH-Entscheidung, die schon aus dem Jahre 1977 datiert, die Entscheidung des Amtsgerichts Altona, ziemlich aktuell, Januar 2019. Was war passiert? Der Kläger war seit 1977 bereits krankenversichert. Unter anderem galten die MBKK 1994 und wir kennen die Regelung, medizinisch notwendige Heilbehandlung ist abgesichert hinsichtlich der versicherten Person. Es wird Ersatz für Aufwendungen, für Heilbehandlungen und sonst vergleichbare Leistungen geleistet. Und was hier entscheidend und wichtig ist, die Versicherungsbedingungen sehen eben vor, dass Wahlfreiheit besteht der versicherten Person unter den niedergelassenen, approbierten Ärzten. Nun war es hier so, der Kläger hatte einen Befundbericht eines Dr. Med. A., der angestellt war beim Dermatologikum Hamburg GmbH. Und das war dann insofern auch der Briefkopf, der dort verwendet wurde und unterzog sich dort, nachdem ein Befundbericht gesagt hatte, also eine medizinisch notwendige Heilbehandlung ist hier durchzuführen, einer ambulanten Behandlung dort im Dermatologikum in Hamburg, die 10 Tage andauerte und 1.800 Euro Grund kostete. Nun reichte der Kläger diesen Befundbericht auf den Briefkopf des Dermatologikums Hamburg GmbH und die Rechnung bei seinem privaten Krankenversicherer ein und hoffte auf die Erstattung. Er hoffte eigentlich nicht drauf, er erwartete sie zwingend. Aber was machte der private Krankenversicherer? Er hat eine Erstattung abgelehnt mit der relativ einfachen Begründung, dass er gesagt hat, naja, das Dermatologikum Hamburg GmbH, das ist doch kein niedergelassener Arzt. Eine GmbH kann ja kein niedergelassener Arzt sein und ist natürlich auch kein Heilpraktiker. Das klingt erstmal einleuchtend.
Der Kläger allerdings wollte das so nicht auf sich sitzen lassen und widersprach selbst der Ablehnung. Das war allerdings, wie so häufig, erfolglos. Deswegen kam er zu uns, beauftragte uns und wir versuchten es auch erst einmal außergerichtlich, hier den privaten Krankenversicherer zur Vernunft zu bringen. Wurde zur Leistung aufgefordert, aber weiterhin wollte der private Krankenversicherer mit dieser relativ simplen Erklärung und Begründung nicht zahlen. Also waren wir gefragt, können wir hier dem Kläger guten Gewissens die Klage anraten? Wir haben es getan, sonst wäre es nicht ins gerichtliche Verfahren gekommen. Gegen diese Klage wehrte sich der private Krankenversicherer hauptsächlich eben mit der Argumentation, dass Dermatologicum Hamburg GmbH kann ja als juristische Person, und das ist ja eine GmbH, unstreitig, niemals niedergelassener Arzt sein. Also sind die Honorare nach 4 Absatz 2 MBKK, wir haben es gesehen, nicht erstattungsfähig. So, diese Klausel soll nämlich gerade verhindern, dass hier unqualifizierte Personen irgendetwas abrechnen zulasten der Versichertengemeinschaft. Das Amtsgericht Hamburg-Altona urteilte aber nun wie folgt. Also, dass eine GmbH als juristische Person selbst keine Behandlung durchführen kann, das ist offenkundig und unstreitig. Aber eben die Frage, die eigentlich dann entscheidend ist, ob eine Behandlung durch einen approbierten Arzt vorliegt, wenn derjenige, dieser Arzt, bei einer GmbH angestellt ist. Ja? Und ob ein angestellter Arzt damit nicht unter dem Begriff des niedergelassenen Arztes falle, das hat das Amtsgericht dann genauer untersucht. Denn früher und mit Rechtsprechung des BGH aus 1977 wurde eine solche Frage bejaht, ein angestellter Arzt sei kein niedergelassener Arzt im Sinne der MBKK. Allerdings, damals hatte auch schon der Bundesgerichtshof eigentlich gesagt, naja, Zweck dieser Regelung ist aber nicht Schutz des Versicherers und die Regelung gibt eigentlich nur her, dass approbierte Ärzte eben und niedergelassene Ärzte eine Gewähr dafür bieten können, dass die von ihnen durchgeführte Behandlung auch medizinisch notwendig und kunstgerecht ist. Aber diese Vorschrift hat eben nicht den Zweck, dass schon der BGH 1977 die finanzielle Belastung des Versicherers zu steuern. Das war eigentlich auch ein wesentliches Argument, was der Versicherer hier angeführt hatte. Aber darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Ich meine, es gibt ja auch keinen Dr. Asklepios oder keinen Dr. UKI. Eben. Trotzdem ist ja, wenn ich da bin, kriege ich eine Rechnung von denen. Ja, genau. Also ich das verstehe ist das ja Problem, ehrlich gesagt nicht. Ja, das Problem ist aber eben, dass gesagt oder dass in dem Bedingungswerk nun mal drin steht, die Behandlung muss hier durchgeführt werden von einem oder es werden nur Kosten erstattet, die dann von einem approbierten niedergelassenen Arzt erfolgt sind. Und ein niedergelassener Arzt ist eben die Asklepios-Klinik an sich nicht, ist eine GmbH nicht. Eine GmbH ist eine juristische Person und kein niedergelassener Arzt. So sagt es der Versicherer. So. Und der BGH hat das im Grunde 1977 eben auch so gesagt. Aber dieses ärztliche Berufsrecht, was 1977 dazu führte, dass der BGH so entschieden hat, das hat sich doch im Laufe der Zeit erheblich verändert. Und mittlerweile musste man eben feststellen, es gibt mittlerweile, das ist der Unterschied zu 1977, in nahezu allen Bundesländern Ärzte GmbHs. Selbst das Hamburgische Kammergesetz sieht es eben als zulässig an, dass sich Ärzte dort im Wege einer GmbH zusammenschließen und ihren Beruf ausüben. Und so hat das OLG Saarbrücken beispielsweise schon 2006 gesagt, approbierte niedergelassene Ärzte, diese in die Klausel aufgenommene Einschränkung auf diese Ärzte soll eigentlich nur dazu führen, dass Behandlungskosten durch Ärzte nicht ersetzt werden, die allenfalls mal gelegentlich und nicht erkennbar nach außen praktizieren. Das ist der eigentliche Sinn der Klausel, so das OLG Saarbrücken schon mal 2006. Bei der Auslegung von Tarifbestimmungen, das wissen wir alle, kommt es nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auf das Verständnis des durchschnittlichen Versicherungsnehmers an. Und so sagte auch das Amtsgericht Hamburg-Altona,
es ist doch so, dass viele Versicherungsnehmer bereits auch die Erfahrung gemacht haben, wie Sie es eben selber angesprochen haben, dass dort durch Gesellschaften eben eine ärztliche Behandlung quasi vorgenommen wird. Und wenn man das jetzt für bare Münze nehmen würde, was der Versicherer auch hier in dem Verfahren durchgeführt hätte, dann würde es letztlich eigentlich aus heutiger Sicht des durchschnittlichen Versicherungsnehmers dazu führen, dass diese Regelung intransparent würde und damit sowieso unwirksam. Folgerichtig hat das Amtsgericht Hamburg-Altona hier also unserer Rechtsauffassung beigepflichtet und im Wege, im Wandel der Zeiten gesagt, also eine Behandlung hier über eine GmbH ist unproblematisch. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema. Ja. Klar, Moment. Nein, die GmbH selber kann, wie gesagt, keine Behandlung durchführen. Das ist absolut richtig. Also es geht hier nur um die Organisationsform. Es kam nochmal der Hinweis, natürlich hat die GmbH selbst die Behandlung nicht durchgeführt. Das, wie gesagt, hat auch das Amtsgericht völlig unstreitig angesehen, die GmbH. Und das stimmt. Insofern hat der Versicherer ja auf erste Sicht einmal recht. Die GmbH kann selber keine Behandlung durchführen. Aber dass Ärzte, die sich in dieser Organisationsform befinden, dann als approbierte, niedergelassene Ärzte im Sinne der MBKK anzusehen sind, das hat das Amtsgericht Hamburg-Altona hier nochmal klar entschieden. Und damit ist es abgewichen von der ursprünglich hergebrachten Rechtsprechung des BGH, die sich aber überholt hat durch das eigentliche Berufsrecht der Ärzte. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Kostenerstattung für gezielte Heilbehandlung im Ausland in der privaten Krankenversicherung. Also wirklich der Fall, dass man gezielt seine Heilbehandlung als Privatversicherter in das Ausland verlagert. Geht das? Ist das möglich? Ist die Frage. Die einfache Antwort, ja, na klar, wenn es versichert ist. Und hier kommt es wieder auf die konkreten Bedingungen an. Die Bedingungslage war hier die Musterbedingungen 2009, MBKK 2009. Und da gibt es die folgenden Regelungen, dass sich der Versicherungsschutz auf Heilbehandlung in Europa erstreckt. Während des ersten Monats eines vorübergehenden Aufenthalts im europäischen Ausland besteht auch ohne besondere Vereinbarung Versicherungsschutz, so das Bedingungswerk. Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum, so setzt sich das Versicherungsverhältnis mit der Maßgabe fort, dass der Versicherer höchstens zu denjenigen Leistungen verpflichtet bleibt, die er beim Aufenthalt im Inland zu erbringen hat, also aber bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder anderes Ausland, nicht für die gezielte kurzzeitige Behandlung. Ne? Es gibt ja noch einen ganz wichtigen Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, wo Sie das jetzt schon aufgreifen. Viele Versicherer sagen, sie hätten eine internationale Deckung ihrer Vollversicherung. Das stimmt leider bei vielen gar nicht, denn sie haben... Viele sagen, eine internationale Deckung? Ja. Sie hätten eine internationale Deckung in ihren Vollkostentarifen drin, wenn sie auch entweder ihren Wohnsitz nach außen verlegen oder länger im Ausland verweilen, auch außereuropäisch. Und das ist jetzt das große oder der große Fallstrick, das wissen viele nicht. Wenn der Tarif nur den 3,5-fachen Satz abdeckt im ambulanten und stationären Bereich, zahlt der deutsche Versicherer in den USA auch nur bis zum Höchstsatz dieser Gebührenordnung. Und die Leute denken aber, sie sind voll versichert. In den USA werden aber die Rechnungen mehr oder weniger gewürfelt. Hängt natürlich auch vom konkreten Bedingungswerk ab. Hier in unserem Fall ist es so, es war ins europäische Ausland verlegt worden und es wurde grundsätzlich gesagt, das ist nicht möglich, eine gezielte Verlegung ins europäische Ausland. Deswegen machen wir hier an dem Fall einmal weiter. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung bedarf, auch auf weltweite Heilbehandlung, so die Tarifbedingungen hier, also Europa und weltweit vorgesehen. So, dann wird dort geregelt, ein Aufenthalt von einem unter 1,5 genannten Staaten, also Europa oder europäischer Wirtschaftsraum, mit einer Dauer von maximal 6 Monaten gilt nicht als Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts. Hier sieht man also, dass geregelt wurde, Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts muss dann einen längerfristigen Zeitraum betreffen. Maximal 6 Monate ist keine Verlegung.
Ach so, wichtig noch zu sehen, wenn keine Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts vorliegt, besteht Versicherungsschutz. Ganz normal, will ich jetzt mal so formulieren. So, in der substitutiven Krankenversicherung, bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts in die Staaten, kommt die volle tarifliche Erstattung auch zum Tragen. Freie Wahl, das bleibt auch erhalten dann für ausländische Behandlung. Etwas, worauf sich der Versicherer hier berief bei seiner Ablehnung, als er gesagt hat, naja, man kann eben einfach nicht eine gezielte Behandlung im Ausland durchführen, war, die versicherte Person hat ja auch noch eine Schadensminderungspflicht, die in den Tarifbedingungen bestimmt war. Ja, nach den allgemeinen Grundsätzen, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wir haben es schon mehrfach angesprochen, kommt es allein auf die Auslegung der Versicherungsbedingungen aus Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers an, der keine versicherungsrechtlichen Spezialkenntnisse hat und deswegen auch auf seine Interessen. Und in erster Linie ist vom Bedingungswortlaut auszugehen. Der mit dem Bedingungswerk verfolgte Zweck und der Sinnzusammenhang der Klauseln sind zusätzlich zu berücksichtigen. Aber erstmal müssen wir uns den Bedingungswortlaut anschauen und wie gesagt, dass Versicherer gerne damit argumentieren, naja, wir wollten dieses oder jenes damit bezwecken, das kann man allenfalls im dritten oder vierten Schritt dann untersuchen. Erstmal gucken wir, wie darf es der durchschnittliche Versicherungsnehmer denn nach dem Wortlaut verstehen. Und wenn wir das tun, dann ist es hier eigentlich klar und eindeutig, so auch das Amtsgericht Hamburg-Altona, dass der Versicherungsschutz auf Heilbehandlung sich auf Europa erstreckt. Es wurde sogar dann ja in den Tarifbedingungen ausgeweitet auf weltweiten Schutz. Und das ist für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer dann eben tatsächlich nur so und dahingehend zu verstehen, dass die Kosten für diese in diesen ausländischen Regionen durch eine notwendige Heilbehandlung angefallenen Kosten vom Versicherer auch übernommen werden müssen. Es ergibt sich gerade aus den weiteren Regelungen nichts Gegenteiliges. Es ist, unterstützt eigentlich noch diese Auffassung, da ja überall gesagt wird, also alles, was nicht mit der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts zu tun hat, ist gedeckt, ist unproblematisch. Also, gerade aus dieser Gesamtschau, aus den MBKK 2009 ergibt sich für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer, dass die Kostenübernahme auch für eine gezielt ins Ausland verlegte Heilbehandlung gedeckt ist und diese Kosten vom Versicherer getragen werden müssen. Ja, damit ist mein Vortrag nun schon am Ende angelangt und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Einblick gebracht, sodass Sie sich merken können, also auch die Heilbehandlung, die in der Organisationsform über die GmbH abgewickelt wird, ist unproblematisch und ebenso unproblematisch und zu erstatten sind die angefallenen Kosten für eine gezielt ins Ausland, ins hier in dem Fall war es europäischer Ausland, verlegte Heilbehandlung. Lieber Herr Krohn, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen.